Der Garten ist leider nicht nur zum Liegen da, er bringt schon viel Arbeit auch mit. Ich möchte nicht wissen, die schönen Häuschen, was die alle für die Schulden haben. Ja. Na, so armen Leuten zeigt man da sowas gar nicht. Die sind doch hundearm und hackeln sie ein Leben zu Tod. 200 Bier mehr, auch ins Meer einige, wie sich das anfühlt, das ist ja ganz anders als wie ein Süßwasser, habe ich gehört von Arbeitskollegen. Wir können das nicht so leicht machen, ne, wie die Politiker. Wir haben ja nicht die Chance, so wie ein Politiker, ne, oder die Freunde. Weil wir auch kleine Leute sind, haben wir was Kleineres, die Zwergen. Hand aufs Herz. Ist der Urlaub im Ausland? Sind Fernreisen nicht weit überschätzt, was die Urlaubsfreude betrifft oder den Erholungseffekt? Man denke nur an den Stau auf der Autobahn bei der Anreise oder das Chaos am Flughafen bei den Flugausfällen oder den regelmäßigen Verspätungen oder die Hotels, die überhaupt nicht so ausschauen wie im Prospekt oder die überfüllten Traumreiseziele. Ich könnte jetzt noch minutenlang so weiterreden über all die Beschwerden zum Thema Urlaub, die uns regelmäßig in der Redaktion erreichen. Ist es da nicht viel schöner, ein paar Minuten zu Fuß oder mit den Öffis unterwegs zu sein und dann zum Beispiel hier in Wien an der alten Donau zu entspannen oder im Kleingarten oder am Balkon. Balkonien, sagt man neuerdings. Ed Moschitz hat für den heutigen Schauplatz dokumentiert, wer aller bewusst oder weil vielleicht das Geld zum Wegfahren nicht reicht, den Sommer in der Stadt verbringt. Und wie bei fast all seinen Reportagen hat er sich eher für die sogenannten kleinen Leute interessiert. Und die erzählen ihm dann im Laufe der Interviews nicht nur über ihr Freizeitverhalten, sondern auch über ihre Vergangenheit, über ihr Schicksal, über das, was sie sich vom Leben noch erhoffen, das, was für sie Glück ist. Es sind echte, authentische Lebensgeschichten, die wir geschildert bekommen, die man so wahrscheinlich gar nicht erfinden kann. Sie sehen heute gewissermaßen eine Sozialreportage in der Tradition der legendären Alltagsgeschichten von Tony Spira. Und nicht nur ich bin der Meinung, dass Ed Moschitz einer der wenigen ist, der so etwas auch gestalten kann. Bei mir zu Haus, da blüht für dich ein schöner Garten. Bei mir zu Haus, da scheint die Sonne für uns zwei. So ein Schrebergarten ist im Sommer ein besonders beliebter Ort für Stadtbewohner. Da wird das Glück stets auf dich warten. Frau Christine hat einst Herrn Peter geheiratet, der schon seine Kindheit hier verbrachte. Das ist wie ein Zoo, nicht? Muss man sich vorstellen, der Garten ist wie ein Zoo. Du wirst von allen und jedem beobachtet und am meisten von den Nachbarviechern. Habt ihr schwierige Leute da? 70%. Wirklich? Nein, bitte, was da für Charaktere, die bringe ich nicht in meine Hut rein. Also wie der das Haus dort gebaut hat vor 2 Jahren, ist der gekommen und hat so Metallflug eingeschlagen für den Keller. Weil die haben ja alle einen Keller, weil da ist ja Wasser drunter. Nicht? Ich glaube, jetzt und jetzt fällt die hinten zusammen. Zum Glück ist die aus Holz, die ist elastisch, die hat mitgewogelt. Aber das hat so vibriert, nur weil der einen Keller braucht. Ja, was braucht er denn? Braucht kein Mensch einen Keller. Sie trotzt ja mit ihm. Aber ich kann mit ihm nicht reden. Ich tue mit ihm nicht zusammen. Der macht Sachen in den Garten, von denen will ich nicht einmal träumen, bei einem Albtraum in der Nacht, was der aufführt in den Garten. Ja, der steht den ganzen Tag dort und schnipselt. Da, wenn ich beim Fenster rausschaue, geht mir das Gimpfte auf. Der sitzt bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit und tut das Gras zupfen. Ich gehe mit der Westen und mit Anorak heraus und der sitzt dort in der kurzen Hose mit dem Leiberl und sitzt auf dem kalten Boden. Der verkühlt sich nicht, nichts. Der hält das aus. Ja, jeder spürt, was er spürt. Ich krieg einen Schnupfen, wenn ich ihm zuschaue. Ist halt ein Hitziger, ne? Und würden Sie sich noch irgendwas wünschen für Ihr Leben? Was sagen, das möchte ich gerne noch machen? Oder das? Ja, oder jetzt ganz. Ganz hochdeutsch sprechen, die sagen, dass endlich der Scheiß da rundherum, was sich da anspielt, endlich aufhört. Nur Krieg und die Befetzerei da in der Politik, das ist alles nicht notwendig.
Das ist alles nicht notwendig, weil das bringt niemandem was. Und mit dem Krieg da, dem Putin, gegen den können wir eh nichts machen. Und da unten in Israel, seit ich auf der Welt bin, kenne ich nur den Krieg in Israel. In irgendeiner Form immer. Ne? Na, möchte ich dort leben? Ich nicht. Ich nicht. Die Nachfrage nach den kleinen Gärten war seit eh und je größer als das Angebot. So mancher freut sich daher auch über ein kleines altes Häuschen, einst nur zusammengezimmert aus Eisenbahnschienen und Abfallholz. Wie groß ist Ihr Garten genau? 195 Quadratmeter. Das ist ja eigentlich ein kleinerer, gell? Einer der kleinsten Gärten, ja. Und warum haben Sie so einen kleinen Garten? Ja, weil nichts anderes erwischt habe. Eigentlich braucht man da vielleicht Freundalwirtschaft oder sowas. Oder man macht es so wie die Politiker. Ne? Die kaufen auch die Gärten. Ne? Die kaufen es billig und dann verkaufen sie es. Ne? Aber nur, wir können das nicht so leicht machen, ne? Wie die Politiker. Wir haben ja nicht also die Chance, so also wie ein Politiker, ne? Oder die Freunde. Ne? Was haben Sie gemacht beruflich? Ich war Bauernkonstruktionsschlosser und habe bei einer großen Firma gearbeitet im Ausland. Wissen Sie, wie es ist, wenn man nicht zu Hause ist, die Scheidung vor der Tür. Ne? Wollt sie nicht mehr mit Ihnen dann? Ja, wissen Sie, die Frauen wollen ja auch Männer haben und so. Und ist Ihnen das passiert, dass ein anderer da war plötzlich? Ja, das war auch so. Ja. Und Sie haben auch wen gehabt oder gar nicht? Eigentlich nicht, nein. Ja, die Arbeit. Im Sommer zieht es den pensionierten Herrn Walter oft schon am Vormittag in den kühlsten Raum des Hauses. Das ist angreifend, das ist sehr kühl. Na, lassen Sie mal probieren. Bitte schön. Na, schau her. Sehr kühl, ja. Das ist ein Feuerlöscher zum Beispiel. Den habe ich mir genommen, habe ein Ventil einbaut. Da gebe ich einen Druck rein mit dem Kompressor. Und dann kann ich ein Fahrrad aufblasen, also einen Reifen oder Autoreifen. Ne? Da gebe ich dann rein 6 Bar und dann. Und das sind lauter so Bastelsachen halt. Ne? So ein richtiger Hobbykeller eigentlich, nicht? Das ist ein Hobbykeller, ja. Zurück nach oben geht es erst wieder nachmittags. Oh, Michi, bist du schon da? Ich warte, ich helfe da. Wenn Frau Michaela von der Arbeit kommt. Guten Tag. Sie ist 17 Jahre jünger als er, bodenständig und robust. Was machen Sie beruflich? Ich bin Beamte im Bundesministerium für Landesverteidigung. Und das mit den Waffen und den Schießen, das mögen Sie auch, oder? Es gehört dazu, ja. Zumindest wenn einmal ein Krieg ausbricht. Ich weiß es ja nicht. Weil ich hoffe es halt nicht, dass ein Krieg ausbricht, weil ich brauche ihn nicht. Aber man weiß ja heutzutage nicht mehr, wie es in der Welt zugeht. Ne? Und wenn es ausbricht, na, dann haben wir das Bundesheer. Sind die gut? Machen die das? Ja, denke schon, ja. Ja. Kann man sicher fühlen? Ja, genau. Schauen Sie, ich habe da zugemacht. Früher war alles offen. Da hat man rausschauen können, war schön, sind die Leute vorbeigegangen. Grüß Gott, Servus, grüß dich. Habe ich alle verstanden. Heute gehen die Leute vorbei mit Händen, so. Kein Wort verstehe ich. Ich müsste ja 5 Sprachen, 6 Sprachen können. Die beherrsche ich nicht. Ich verstehe die Leute nicht. Darum habe ich dazu gemacht, weil das, was ich nicht verstehe, das brauche ich nicht. Wissen Sie, was ich für Freude habe, wenn da einer vorbeigeht, ich rede, da kann er mit Deutsch sprechen. Oh, na, super. Die kommen von Afrika auf, die Braunen, oder wie es heißt, früher haben wir Neger gesagt, weil wir Neger gelernt haben. Die kommen von Afrika auf, die kennen alle Englisch, weil das waren englische Kolonien. Ne? Oder von dort, die kennen alle so. Na, wir kennen das nicht. Weil das Geld nie zur Sanierung des Hauses reichte, muss sie es sich hier mit einfachsten Mitteln gemütlich machen. Schauen Sie mal, die ganzen Wirtshäuser, die gehen alle pleite.
du kannst mit dem Auto nicht reinfahren in den ersten Bezirk oder den zweiten oder dort zu einem Wirten oder dass irgendwas isst oder was. Ja, du kannst nicht parken. Wenn ich jetzt 5 Stunden da beim Wirten bin, zum Beispiel da in Wien, da 25, sind 25 Euro, sagen wir halt zum, über den Daumen, 25 Euro fürs Parken. Da kann ich ruhig bis ins Burgenland runterfahren um die 25 Euro, da bleibt mir nur ein Geld über. Sagen wir, wir sind nicht zufrieden. Wir haben in der besten Zeit gelebt. Aber nur, jetzt geht es halt wieder bergab. Ne? Das spüren Sie, gell? Ja, man macht sich Sorgen und man wird zornig eigentlich, was die aufführen. Ne? Jede Partei macht dasselbe. Das sind die Schwarzen, die Kommunisten und die, nicht besser wie die Roten oder die Blauen, sind alle gleich durch die Bank. Jetzt, Sie haben das Vertrauen verloren in die Politik, kann man das sagen? Aber schon lange. Das ist ungefähr so, wenn ich zu Ihnen sage, jetzt kommen Sie morgen her da in den Garten, da kriegen Sie vielleicht ein Bier, wenn ich Zeit habe, dann kriegen Sie ein Bier, kommen Sie her. Ja, das Bier ist leider aus, ne? Haben Sie ein Pech gehabt. Ne? Super, ne? So ist die, unsere Regierung. Ne? Zwischen Betonmauern in der Hitze schwitzen müssen all jene, die sich keine Urlaubsreise leisten können. Das Zusammenleben auf engstem Raum wird im Sommer leicht zur Belastung. Und manches sonst eher friedliche Gemüt beginnt sogleich zu kochen. Ich geh nicht leben von schmutzigen Departementbezirk. Nein, wird doch nicht passen und ich bin hier glücklich. Nicht. Ich will weg. Wollen Sie nicht mehr leben hier? Na, hier na, von anderen Bezirk, ja, von Wien. Aber hier na, von 12. andere. Aber was gefällt Ihnen nicht hier? Hier na, hier wird schmutzig und alles so Katastrophe. Hause, schmutzige. Na, ich will hier. Ah, Trauben, Katastrophe Trauben. Das ist von Desinfektion, das ist mit von Typhus. Alles, das ist hier mit hundert oder mehrere Trauben, alles. Vom Balkon machen. Machen Kacku, stinken, schmutzig, Paraplay, Küche, alles. Vom Balkon, also nicht putzen, alles habe Flecken. Aha, und wie lange sind Sie schon da in Österreich? Ja, 36 Jahre. No? Ich bin früher Krankenschwester, arbeite im 5. Bezirk von alten Leuten, von Gehem. Verbringen Sie den Sommer hier in Wien? Sind Sie den ganzen Sommer hier? Na, auch fahren weg von Tschechien, von meiner Mama. Nach Hause, nach Tschechien, zu Ihrer Mutter. Und ist das eine schöne Gegend? Ja. Danke schön, Vincent. Schönen Tag. Wiedersehen. Wiedersehen. In diesem Gemeindebau gibt es gut 1400 Terrassen und Balkone, die ausreichend Platz bieten. Das ist ein bisschen so ein Ort, wo man sich trifft. Ich bin da fast jeden Tag von 10 Uhr bis ungefähr, kann man sagen, 12, 1 Uhr ungefähr, nicht, dass ich unter Leute komme. Und dann wieder nach Hause aus zu meinem Hund. Gasse gehen und das war's dann eigentlich. Nein? Na, und auf Urlaub fahren Sie nicht? Für was? Ich habe meinen Garten, ich habe meinen Balkon, ich habe meine Wohnung. Brauche ich eigentlich nicht, wenn man es so nimmt. Nein. Jedem Bewohner hier ist ein kleines Stück Grün. In dieser Wohnung hat Herr Peter nach jahrelanger Abwesenheit wieder erneut Fuß gefasst. Hier fühlt er sich das erste Mal in seinem Leben richtig daheim. Ja, wenn ich immer nur ein Urlsuppenschwinger bin und der was alles kriegt von seinen Eltern und dies und das, da was will er von Leben erzählen? Ich habe genug hinter mir und ich würde in meinem Leben, auch wenn es zurückgängig wäre, nichts mehr machen dagegen. Also ich bleibe genauso wie ich bin. Ich bin mit 6 Monaten ja, von meiner Mutter abgegeben worden, in der Luxkandelgasse, damals Kinder bei einem Stille, ja. So. Von einem Heim in andere gekommen. Ja, am Schluss war ich in Eckenburg bis 18 Jahre. Ja.
Ich habe eigentlich Familie nie kennt. Also kein Vater, keine Mutter, gar nichts. Ja. Na, und Ihrer Mutter, waren Sie da gar nicht böse, dass sie sich so abgegeben hat? Die ist zum Glück ja vor 30 Jahren gestorben. Ich bin nicht einmal traurig, ich war nicht mehr ein Begräbnis oder irgendwas. Gell? Naja, aber irgendwo braucht man jemanden, der einem so ein bisschen Halt gibt. Nicht? Wer war das dann? Meine erste Frau. Wir waren 18 Jahre benannt, ja. Da wieder Gefängnis und ja, war der Scheiße. Wieso sind Sie ins Gefängnis gekommen? Ja, so halt nicht, ja. Na, was ist passiert? Gewisse Gewalttaten, ja. Oje. Ich war Raufer damals und ich hab Körperverletzungen und so weiter, ja. Warum haben Sie so das Gefühl gehabt, dass Sie gewalttätig sein müssen? Wie ist das entstanden? Das ist von Heim ausgegangen, nicht irgendwie. Wir müssen durchsetzen damals, ja. Weil, wenn Sie einmal fallen lassen, dann, bumm, Abflug. Was machen die anderen dann, wenn man sich fallen lässt? Was passiert? Ja, dann bist du ein Arschloch unter einer, oder quasi in der Art, ja. Wie soll man sagen? Ein Warner für einen, quasi in der Art. Und genauso ist ein Heben dasselbe. Du musst dich behaupten von Tag zu Tag. Wie lange sind Sie gesessen? Ja, schon ein bisschen mehr. Aber lang genug. Wenn du aber sagst, 15 Jahre, glaube ich, ist viel. Ne? Das prägt einen auch ziemlich, gell? Hm? Das prägt einen auch ziemlich. Ja, Zeit vergeht, man geht wieder heim, dann wieder rein, dann wieder. Ne? Ja. Aber es prägt einen sicherlich, das ist klar. Ne? Waren Sie gefürchtet? Teilweise ja. Der weiß ja wo. Ich bin jetzt 21 Jahre, ja, wo ich da lebe, straffrei aus. Ne? Ich habe nie wieder irgendwas gehabt mit der Polizei oder irgendwas zu tun. Gar nichts. Ja. Solange ich leben kann, ist alles in Ordnung. Ja. Mehr brauche ich wirklich nicht noch was. Ne? Aber schaut man da nicht neidvoll manchmal runter auf diese schönen Häuschen, die es da überall gibt? Ich möchte nicht wissen, die schönen Häuschen, was die alle für die Schulden haben. Ja. Ich meine, die haben auch nicht viel mehr wie ich, glaube ich. Herr Alfred und die um 17 Jahre ältere Frau Dora. Er war jahrzehntelang Möbelbacker. Sie hat ihr Leben lang als Hausmeisterin im Gemeindebau geschuftet. Sagen Sie so Gartenzwerge, was bedeutet das für Sie? Was ist ein Gartenzwerg? Das sind doch lieb. Das alleine wie der, den habe ich Willi genannt, nach meinem Bruder. Der trinkt auch gerne Bier. Hm? Und den da habe ich genannt, wie er, weil er ist ein Kaffeebruder. Wo habt ihr euch denn kennengelernt, ihr zwei? 19. durch seine Mama. Meine Mama hat ihn in den Hof gewohnt. Und mein Vater. Und da haben wir sie halt kennengelernt. Und war das Liebe auf den ersten Blick? Nein, das war es nicht. War es nicht, nein. Wir haben beide dieselben Interessen. Also, sind wir halt zusammen. Aber nur Donnerstag bis Sonntag. Warum? Wir brauchen unseren Freiraum. Jeder für sich? Genau. Ich hab meine Videos. Was für Videos? Na, da. Ein paar hundert. Serien. Actionfilme. Serien. Na, Blut braucht es sein. Muss viel Blut sein. Zum Beispiel der da, der heißt Hallo. Das ist ein Raumschiff. Das war auf Planeten, die was bekämpfen dann die Außerirdischen. Da kann man ein bisschen fliehen von der Welt da, gell? Ja. Und das ist ein ganz arg. Der heißt Konotium. Da ist sie da, eine Polizistin. Die wird aber in unserer Zeit zurückversetzt. Ja? Die kennt sie gar nicht aus da. Ja? Und wenn ich unbedingt was mehr haben möchte, da setze ich mich aus,
schau da draußen auf meine Zwerge. Das ist das, was mir taugt. Es ist doch wurscht, ob ich jetzt im Ausland bin oder da sitze. Wir sind verspült. Ja, genau. Weil wir auch kleine Leute sind, haben wir was Kleineres. Die Zwergen. Was brauchen wir denn für? Ein Gewand, die Wohnung, zum Essen und fertig. Und Urlaub? Na, Urlaub. Wir sind in Pension, wir haben Dauerurlaub. Da blüht für dich ein schöner Garten, bei mir zu Haus. Da scheint die Sonne für uns zwei. Oh, komm zu mir, lass mich nicht länger warten. Oh, komm zurück, solang wir reichlich mit Glück gesegnet ist, wer an der alten Donau ein kleines Häuschen sein eigen nennen darf. Wir sind jetzt da vielleicht 38 Jahre. Deswegen ist er hinten. Ist ja auch eine Badehütte und kein Haus. Na, warum wollten Sie kein Haus bauen? Wissen Sie, ich habe eine Wohnung in Wien, im Gemeindebau. Die Leute, die da herunten sind, haben alle Räume durchs Wasser, ohne Spaß. Das ist die Tatsache. Na, die Feuchtigkeit. Es gibt ja genug, die da schlafen. Das hätte ich nie. Ich glaube, sie lassen mich von den Gößen stechen. Habt ihr so viele? Na, freilich. Die frisch quaken in der Früh. Der Biber kommt und frisst mir alles zusammen. Nein, nein. Auch direkt am Wasser, gleich nebenan, Frau Eva Maria, eine pensionierte Volksschullehrerin. Gott sei Dank muss ich niemandem mehr was lernen. Das ist mir da gestanden. Wieso? Was meinen Sie? Na, weil ich 40 Jahre in der Schule war. Das ist die Hölle. Was glauben Sie, die Sechsjährigen schmeißen alles vom Tisch runter und sagen, mach da den Dreck selber. Ja, ist doch nett, ne? Nur das musst du aber immer aushalten. Woher haben die Kinder das? Nur von zu Hause, na, wo sollen sie es denn her haben? Kennen Sie kein Gesindel? Sind Sie kein Wiener? Waren Sie Schafe? Ja, doch eher. Na, das geht ja nicht anders. Man muss ja immer sein eigenes Ich schützen. Schauen Sie noch einmal so richtige Lehrerinnen an. So wie man sagt, ja, das ist halt eine Lehrerin. Das sind lauter, die haben alle einen Dachschaden. Die haben uns in Kurse geschickt, in psychologische Kurse, damit wir das verstehen können, wie die Kinder sind. Na, haben die nicht alle Tassen im Schrank? Was hätten Sie denn gern gemacht beruflich? Ich habe mal einen Film gesehen, da ist eine gesessen im Naturhistorischen Museum im 7. Keller und hat ein Laut herausgezogen und da waren lauter Käfer und Schmetterlinge aufgespießt und die hat die katalogisiert oder so und ich habe einen Schreikrampf gekriegt und meine Mutter und mein Vater sind auch beim Fernseher gesessen und habe gesagt, das ist ein Beruf für mich, das ist er. Da gibt mir keiner eine Antwort, weil die Käfer sind schon alle tot. Und die letzten 10 Jahre waren ganz überhaupt die Hölle. Wir haben nur mehr 3 österreichische Kinder in den Klassen gehabt. Und der Rest waren die Ausländer und das war heavy. Die beschweren sich nämlich nur. Na, die Kinder nicht, aber die Alten. Die stehen in der Früh Schlange vor der Klassentür. Das passt ihnen nicht und das passt ihnen nicht. Ich weiß nur nicht, warum sie dann immer zu uns kommen. Das verstehe ich nicht. Wo hätten sie hingehen sollen? Das weiß ich nicht, nur nicht daher.
Ist mir wurscht. Wie tun Sie sich denn so prinzipiell mit den Zugewanderten? Schlecht. Ja, da denke ich ja gar nicht nach, weil sonst weiß ich nicht, wurde ich aggressiv. Nein, das interessiert mich nicht. Die mögen Sie gar nicht? Na bitte, das ist ja mein Steuergeld, was da verpfuscht wird. Ja, aber die brauchen wir ja auch für was, nicht? Für was bitte? Wir haben früher eine österreichische Putzfrau gehabt. Ich denke da gar nicht nach drüber. Man hat eine Putzfrau als Mittelklassefrau. Ich bin ja wer. Ich hab was gelernt. Ich hab einen Beruf 40 Jahre lang gemacht. Na klar, lass ich mir den Staub von wem anderen wegkramen. Woher kommt Ihre Putzfrau? Aus Bosnien. Na, und putzt die hier auch für Sie? Na, so armen Leuten zeigt man da sowas gar nicht. Die weiß das gar nicht. Warum nicht? Mein Gott, na, Herrns, die sind doch hundearm und hakeln sie ein Leben zu Tod. Und der soll ich das zeigen, dass ich das hab? Die ist ja nicht deppert. Na, deppert ist nicht, weil die weiß genau, was sowas kostet. Was kosten? Da hab ich 1,5 Millionen Schilling am Tisch gelegt. Schwarz natürlich. Im Kuvert auf die Pfote. Na, und sagen Sie, irgendwie das Grün geht Ihnen hier gar nicht ab? Na, bist du des Wahnsinns? Das kann da nicht abgehen, wenn das so mühsam war zu machen. Ich habe ja keinen Mann, der da herkommt und das alles macht. Und so wie meine liebe Nachbarin bin ich ja nie gestrickt gewesen. Die hat immer die Hitten gestrichen. So, am Rand ein bisschen angestrichen und... Das hat sie jedes Jahr gemacht. Und der Alte ist im Strecksessel gesessen, den hätte ich umgebracht. Der war schon viel früher gestorben. Das gibt's ja nicht. Und dann hat sie ihm noch einen Fisch rausgebrochen oder irgend sonst was auf irgend so einen Kocher. Papa, willst du nicht noch ein Stickerl? Ich hab mir gedacht, jetzt kriegst du dann gleich den Baseballschläger. Das wäre nichts für Sie, gell? Oh, ich geh in der Woche mindestens 4-mal essen. Und den Rest der Zeit ist ich ein Chefmenü. Sich das Mittagessen mit dem Zug liefern zu lassen, daran hatte Rudolf noch nie gedacht. Sonst hat er mit seiner Eisenbahn jedoch schon allerhand angestellt. Sein Schrebergarten, ein einziges Freiluft-Spielzimmer. Hier in seiner Miniaturwelt kann der pensionierte Arbeiter der österreichischen Bundesbahn sich ein wenig ablenken und bei guter Laune bleiben. Der Garten ist leider nicht nur zum Liegen da oder zum Spielen. Er bringt schon viel Arbeit auch mit. Aber schon Spielen auch, nicht? Ja, Spielen auch, ja klar. Und haben Sie als Kind auch so eine schöne Eisenbahn gehabt? Nein, als Kind habe ich keine Eisenbahn gehabt. Ein Glück, dass bereits der Schwiegervater einst die 50 Meter Bahngeleise aufwendig verlegte und er nun damit spielen kann. Bei uns steht wirklich auf jedem Eck ein Stickel von der Eisenbahn. Im Griller steht jetzt einmal ein Haus drinnen. Im Schlafzimmer steht eine Bahnschrankenanlage. Im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer, ja, die ist noch nicht fix fertig. Da bastelt es noch ein bisschen. Da bastel ich noch dran, ja. Die Eisenbahn, die war da, die ist da, die bleibt da. So ein ungewöhnliches Hobby verlangt auch von Familienmitgliedern ein gehöriges Maß an Toleranz ab. Sie stört es nicht, wenn das irgendwie so herumsteht überall? Nein. Er räumt es ja dann weg auch wieder, wenn er halt gerade seine Bauphase hat. Dann steht's halt. Bauphase? Bauphase. Was ist eine Bauphase? Das ist die Bauphase. Das wäre jetzt eine Bauphase. Dass das jetzt einmal so weit, dass der Schranken funktioniert. Und was ist jetzt Ihre Rolle da genau bei dem? Dass er nicht aus den Fugen gerät, weil er sich so ärgert.
am Gesicht. Was sieht man da? Naja, ob man halt vielleicht. Die Verzweiflung, ob man grantig sind. Oder erstrahlt, wenn ich nach Hause komme, weil dann funktioniert das mit dem, zum Beispiel mit diesen Magneten. Dann ist das natürlich, da weiß man das dann einzuschätzen. Träumen von der Südsee, von den Nächten von Hawaii. Träumen von den Inseln, voller Glück und Liebelei. Wer hier sein Boot einstellt, der kann günstig und direkt am Wasser eine kleine Kabane mieten. Und so wie Herr Rudolf hier den Sommer verbringen. Ja, träumen von der Südsee will ich mit dir. Recht klein ist es da. Klein. Ja, ja, aber da können wir uns da ist alles da innen. Nur 2,2 Meter sind es im Quadrat. Doch viel mehr brauche er nicht für sein persönliches Glück. Haben Sie bei der Arbeit auch hin und wieder einen Spritzer getrunken? Ja, sicher. Aber nicht mehr wie drei. Ich war ein fleißiger Bursche, ich war Maler und Anstreicher. Aha. Hab relativ viel gearbeitet und gar nicht so schlechte Pension gekriegt eigentlich. Ne? Und verheiratet waren Sie auch einmal? Ja, ja, aber verheiratet, 28 Jahre. Und dann haben wir sie halt ein bisschen auseinandergelebt. Ne? Wie ist das passiert, dass Sie sich auseinandergelebt haben? Na ja, wenn ich da ehrlich bin, es hat für mich war sexuell nicht passend. Wieso nicht? Es war zu wenig Stimmung da, dann nach 28 Jahren. Hat es nicht mehr gekribbelt? Ja, nein, das hat keinen Sinn mehr gehabt. Ich war ja früher nicht zum Erholen, ich war nicht zum Reiten. Nicht. Was heißt das? Na, mein Vater hat geschlafen, ich bin fortgegangen, bin heimgekommen, hat noch immer geschlafen. Na ja, ich hab mein Leben gelebt, auch wie ich verheiratet war. Haben Sie andere Frauen gehabt auch, oder? Na ja, so. Ist ja nicht anders gegangen. Nicht? Ja, sehr klar. Warum? Na ja, was mir Spaß gemacht hat und lustig war und schön war. Und lustvoll, sagen wir so. Haben Sie genossen? Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht viel versäumt. Na, was hat die Frau gesagt dazu? Die war nicht so. Die war überhaupt ganz anders dargestellt sexuell. Die war am liebsten, wenn sie Ruhe gehabt hat. Vor Ihnen? Ja. Na ja, vor einem anderen wahrscheinlich auch, aber. Und jetzt geht's sexuell besser mit der Neuen, oder? Ja, ja. Na ja, gut, jetzt schon langsam wird's gemütlich. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Ich bin ein normaler Mensch mit 80 Jahren. Also ich kann keine Wunder mehr wecken, sagen wir so. Träumen von dem Zauber, der das Leben dort so Mädchen macht. Ja, träumen von der Südsee will ich mit dir. Was ist denn das Schöne da am Wasser? Alles. Ich finde eigentlich, da ist die ganze Gegend, das Wasser, das Fischen, die Leute, was da sind in der Umgebung. Alles freundlich, passt alles. Alles super. Und fahren Sie auf Urlaub auch? Naja, die letzten paar Jahre sind wir nicht mehr in Urlaub gewesen. Warum nicht? Naja, wie meine Frau verstorben ist, da hat sich das Ganze aufgehört. Was ist denn passiert? Na, die ist gestorben an Krebs mit 44 Jahren. Oh je. Ja. Leider zeitlich, aber so ist das Leben, gell? Kannst du nicht ändern. Ja, das Leben ist hart. Genau, hart und beschienen. Ja. Haben Sie eine Frau gefunden dann? Nein, weil das uninteressant für mich ist. Ich unterhalte mich gerne mit Frauen oder ich rede mit einer und das Ganze, aber dass ich mir gesagt hätte, ich will wieder fahren, nein, sicher nicht. Nein. Brauche ich auch nicht. Für was? Dass wieder irgendwas einmal ist oder was? Und so eine Beziehung kann es nicht mehr werden, was ich einmal gehabt habe. Ja? Da tut mir ja dann die Frau laden, die was ich dann hätte vielleicht. Die vielleicht spürt sie es irgendwie dann. Dass sie nicht mehr so nahe kommen können. Genau, so ist es, ja. Aber das heißt, so einen harten Schicksalsschlag, den verdaut man nicht so richtig, nicht? Das geht nicht. Also die Menschen möchten jetzt denken, was zwei Kinder mit der Frau, die was zusammen ist, mit den über 20 Jahren. Und dann auf einmal binnen einer Woche stirbt die Frau weg. Ja? Also. Kann man nicht vorstellen. Außer, ja, außer er sagt, na, ist mir wurscht, na, dann war er eh unnötig der Mann. So gesehen. Weil Urlaubsreisen teuer sind, erfreut man sich neuerdings wieder öfter an den Donauufern. Kostenlos.
Wir waren noch nie weg, deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr fahren wir nach Italien. Ihr wart noch nie weg? Nein, wir waren noch nie weg. Wohin geht die Reise euer, das erste Mal? Rimini. Ich will das Meer sehen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich war noch nie am Meer. Eins mehr einige, wie sich das anfühlt, das ist ja ganz anders als wie ein Süßwasser, habe ich gehört von Arbeitskollegen. Ich bin schon wirklich gespannt. Ja, wenn man noch nie weg war, ist das die Vorfreude richtig groß. Sie kommen aus bescheidenen Verhältnissen, gell? Kann man so sagen, ja. Alle im Sommer in Wien. Ja. Hier an der Alten Donau gibt es auch einen Präsidenten. Ich liebe Alte Donau. Alle sagen schon der Präsident und Schüler. Na, wenn ich alle kenne, ich kenne alles bis vier, wie es retour. Alles geht. Die Leute lieben mich da. Alle lieben mich. Verbringen Sie den Sommer immer in Wien? Ja, immer. Wieso? Na, ich will gehört auch zum Wegfliegen, aber ich will nicht. Ich brauche zum Fliegen. Was passiert dann, wenn man fliegt? Ja, wenn es ansteht. Ich brauche es. Ich fahre mit dem Roller, das reicht. Na, und Autofahren tun Sie? Nein, nichts. Autofahren auch nicht? Nein, aber kein Führerschein mehr. Warum haben Sie keinen Führerschein? Na ja, warum? Weil er weg ist. Was haben Sie denn angestellt? Ich hab gesoffen. Wie viel haben Sie getrunken? Ja, 3 Promille. 3 Promille, das ist viel, gell? Ja. Was trinkt man da, wenn man 3 Promille hat? Ja, ein Paletten fast. Ein Paletten Bier? Na, und was sagt da die Polizei? Nein, nichts, ich zahl's. Was kostet sowas? Na, 3.500. 1 Promille zahlst du 1.000 Euro. Und 3,5 sind 3,5. Und ohne Führerschein 300 dazu. Also, ich hab gar keinen Führerschein? Nein. Dann kann man ihn ja wegnehmen, auch nicht. Nein, nicht. Jetzt fahren wir in den Roller. Wer ein richtiger Donauufer-Präsident sein will, braucht auch seine treue Anhängerschaft. Meine Frau ist schon, ja. So, mein Bruder. Ja, das ist Präsident. Aber es ist ein Leben. Wie lange sind Sie schon verheiratet mit ihr? 25 Jahre. Claudia! 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 Komm her mal! Hallo. Wo muss ich kennengelernt haben? Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Prater. Und wie war das, wie Sie ihn kennengelernt haben? Ja, eigentlich normal. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Wie war das für Sie, wie Sie erfahren haben, dass er 3.500 Polizeistrafe zahlt? Naja, das war schon viel. Ich meine, das ist ja sein Problem. Er hat ist immer gefahren ohne Führerschein. Und dafür hat er so viele Strafen gehabt. Wie lange ist er gefahren ohne Führerschein? Oh, das ist 17 Jahre. Schon lang, gell? Ja. Und hat einen Unfall auch mal gebaut oder so? Nein, eigentlich nicht. Aber immer betrunken gefahren. Immer betrunken gefahren? Ja. Sein Leben auf Risiko, ha? Ja, aber jetzt hat er kein Auto mehr, kein Moped. Ein Glück, dass nicht mehrere hier eine Präsidentschaft anstreben. Ich kümmere mich ein bisschen hier drum um die Visa. Das heißt, Sie machen sauber da, oder was? Ja, auch. Und ich kümmere mich um dich los. Das machen Sie auch? Ja. Macht Spaß. Also es gibt schon so Themen, wo die Leute kommen und sagen, das Klo ist verstopft. Hallo. Und dann gehe ich hin und mache das. Dann reinige ich dich los. Und hat man da irgendein Werkzeug auch? Nein. Ich mache das mit Handschuh und hol das alles raus und ja. Was findet man da alles? Ich glaube, wir wollen Tampons, Händel, habe ich auch schon gefunden. Oder Kotelett. Ja, also wirklich Essensreste da drin. Weil die Siebach kann jetzt nicht stehen. Ich kann nicht anrufen, hey, das Klo ist verstopft. Die kommen nicht. Die haben ja Dohleinsel, die haben ja andere Klos zu tun. Ne? Können nicht ständig daherkommen. Das geht nicht. Haben sie auch schon mir gesagt. Ja? Und deswegen sind sie froh, dass ich da bin und das mache. Das macht ja sonst gar kein Mensch hier. Na, und die Stadt Wien zahlt gut dafür? Nein, zahlt mir nicht. Ich will das nicht. Brauche ich nicht. Mach das freiwillig. Sie machen das freiwillig? Ja. Und haben Sie schon mal überlegt, woher diese grenzenlose Hilfsbereitschaft kommt? Das ist, ja, ich bin in einem Kinderheim aufgewachsen. Kinderheim? Daher, ja, genau. Ich kenne das eigentlich gar nicht mit Familie aufwachsen. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nur vom Kinderheim. Ich kenne nicht Mama, Papa. Das habe ich nie gehabt.
Aber dafür habe ich meine Freunde. Ich bin auch hier. Ich helfe denen manchmal da. Ich kenne so viele Leute. Ich bin nicht allein. Auch wenn ein Regen noch so heftig ausfällt, es gibt Momente im Leben, in denen alle Prognosen, und seien sie noch so schlecht, bedeutungslos sind. Wie lange kennt ihr euch schon? 6 Monate. Und so schnell wird geheiratet? Nächstes Jahr ist die Hochzeit. Die große Liebe? Ja, die große Liebe. Die größte. Wann weiß man das? Das weiß man erst im ersten Augenblick. Wirklich? Ja. Die Liebe zu seiner Frau hatte Rudolf schon vor 43 Jahren entdeckt. Erst Jahre später, als sein Vater verstarb und er dessen Gartenzwerge erbte, ist seine neue Leidenschaft erwacht. Wenn der Kindergarten vorbeigeht, da, mit den Tanten, schauen sie sich die Zwergerl an. Erklären sie jedes Zwergerl und dann sagen die Tanten, jetzt, wir müssen essen gehen, wir müssen auf, wir kommen spät. Und dann kommt noch mein Eis, dann trage ich meinen Brunnen auf. Dann bringen sie es überhaupt nicht mehr weg, die Kinder. Kleiner Hanselmann, kleiner Hanselmann, warum denkst du so ganz schön? Kleiner Hanselmann, kleiner Hanselmann, ja, du bist ein armer Schatz. Was haben Sie beruflich gemacht? Gelernt habe ich Maler und Ausstreicher. Und dann bin ich zur Emma 48 gegangen, nach der Lehre. Straßenkehrer? Ja, Straßenkehrer. Ich war gleich nach einem Jahr war ich Beamter. Ne? Aber ich hab's nicht bereit. Jetzt möchte ich nicht mehr dabei sein. Wieso nicht? Nein, die Hektik. Und da jeder hat was zu mir drinnen. Ob er jetzt eine Ahnung hat oder nicht. Da, wie ich angefangen habe, waren überhaupt nur Jugoslawen. Ne? Serben oder Kroaten oder irgendwas. Wieso? Aber na ja, wer ist denn zur Straßenpflege gegangen früher? Keiner. Lauter Depperte, lauter Besoffene und was weiß ich. Es hat einen schlechten Ruf gehabt, ne? Die Branche. Wie ich angefangen habe als Straßenkehrer, ich war zum Alkoholiker geworden. Wenn ich nach der Woche nicht weggekommen war von der Strecke. Wieso? Na, der hat um 8 in der Früh schon ein Achtel Weih runtergehauen für den Durst. Ne? Na, und ich natürlich mit. Ne? Na und? Ich warte mit Tag Punkt zu. Aber da hat es eine Kollegialität gegeben. Ne? Die haben mich reingesetzt ins Büro. Und ich bin dann mit ihnen heimgefogelt. Jeden Tag. Ne? Oje. Ja. Und das einmal in der Woche ist, wenn irgendwo ein Festl ist, sage ich, ja, okay. Ne? Aber es hat schon Alkoholiker gegeben. Da. Und es ist ja immer gefährlicher geworden. Ne? Die Autofahrer haben ja nicht mehr aufgepasst auf die. Okay. Und klar, wenn du zwischen den Autos da kehren tust oder was und wogelst so auf die Straßen, da wischst du wieder. Ne? Na, auf der Quellenstraße ist mir einer über den Fuß gefahren. Der sieht, dass ich noch immer ein Auto kehren tue, ich muss auf die Straßen gehen. Dafür bin ich ja Straßenkehrer. Ne? Der hat nicht eingesehen, warum ich da auf der Straße rumrenne mit dem Besen. Ne? Und ich hab gesagt, erst fahr einen Meter rum, ist ja Platz genug. Ne? Und hat Gott sei Dank schon Sicherheitsschuhe gehabt. Sonst waren die Zehen gequetscht gewesen. Es ist halt ein Jammer. Ne? Die Bevölkerung ist viel schuld gewesen, ne? Dass wir so in Stress waren. Da bleibt keiner 2 Minuten stehen oder 1 Minute. Die wollen fahren, die fangen ins Huppen an. Ah ja, war schon eine schöne Zeit. Herr Rudolf glaubt, dass er rund 150 bis 200 Gartenzwerge besitzt. Gezählt hat er sie noch nie. Wie geht's Ihnen mit dem Rechnen? Na, jetzt momentan schlecht. Wieso? Na, wann tue ich auch mehr rechnen? Ich vergiss ja alles. Es war vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir bei den Türen schneiden oder das Einmal-Eins durchsage oder das Alphabet oder was. Aber da tue ich lieber ein Stammerl richten und das schneide ich noch weg. Aber nein, man verlernt ja alles. Na, oft zahlt es mir auf ein Amt und ich muss eine Unterschrift machen. Ja. Da streng ich mich bei der Unterschrift schon so an, weil ich das selten mache.
Weil oft studierst, wie geht der Buchstabe mit dem Latein, ne? Das Retten von Gartenzwergen vor der Vernichtung am Müllplatz fällt ihm viel leichter. Bis heute hat er für jede einzelne gerettete Figur einen guten Platz hier gefunden. Na, die Zwerge, die sind schon super. Die mag sie auch für die Kinder. Was haben denn Sie für Kindheit gehabt? Ich bin arbeiten gegangen für meine Eltern. Wieso? Der Vater war Fußballleger, hat sich selbstständig gemacht. Und nach einem Jahr hat er einen schweren Unfall gehabt. Da ist er bellen gegangen und ich bin arbeiten gegangen. Wenn die Firmungen und das waren, ne, bin ich immer oben im Bruder und hab Auto eingewiesen. Ne. Ja. Und der eine hat 2 Schilling hergegeben oder der andere 5 Schilling. Da ist schon was zusammengekommen. Und wenn er, das hat man, die Kindheit noch war. Als wir dann heimgegangen sind, ist mein Vater in der Unterführung gesessen und hat mit dem Becher oder geschäbert. Der Geld bettelt. Ich hab mehr verdient in den 2 Stunden oder 3 Stunden, was der den ganzen Tag dort gesessen ist. Und das war eine schlechte Zeit. Vor 60 Jahren? Ja, sowas. Nein, es war eh alles super. Ich könnte nicht einmal sagen, jetzt, was ich in meinem Leben anders machen würde. Vielleicht wieder so. Passt schon alles. Jeden Tag die gleiche Scheiße, jeden Tag der gleiche Tod. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich innerlich schon tot. Doch dann regt sich was in mir und ich frag mich voller Zorn, soll das alles gewesen sein, hab ich schon verloren. Ich will doch gar nicht viel, schon gar nicht von wem anderen. Will nur auf meinen eigenen Weg wandern. Ich will mein Leben leben, will mir mein Leben geben. Nicht das von dem daneben, sondern nur meins. Ich will mein Leben leben, will mir mein Leben geben. Will nicht deins oder seins oder irgendeins. Ich will mein Leben leben, will mir mein Leben geben. Hab sowas von nur. Keiner kennt mich, keiner sieht mich. Keiner interessiert's, was ich will. Drum lass mich doch in Ruhe, lass mich leben, seid's doch alle still. Lass mich mein Leben leben, ich hab nur dieses Leben, das möchte ich einfach gern erleben. Lass mich mein Leben leben, das ist mein einziges Leben, das möchte ich mir so gern geben.